soll nicht sauber sein. Hm. Ich gehe mal nach oben. Einmal aus Sichtweite. Wenn der darüber oder unten drunter läuft, dann sprengen wir das zur Not. Aber so wie es aussieht, habe ich da kein Glück mit. Okay, Kumpel. Geh mal irgendwo lang, dass ich dich wegtreten kann. Dann machen wir es mit dem Gleitangriff. Mit einem Gleitangriff von der Seite. So. K.O. Das war's. Jetzt ist die Frage, wo ich hin muss. Ach, ich muss in den Fahrstuhl. Okay. Das ist logisch. Ich soll ja immer noch Commissioner Gordon retten, nachdem ich die Zähne hier kaputt gemacht habe. So, ja, hier ist nix. Hallo. Und ich habe das Gefühl, das ist eine Falle. Ein Fahrstuhl, der automatisch zugeht, sieht mir verdammt nach einer Falle aus. Zu leicht. Denk mal drüber nach. Ich habe dich in einer kleinen Metallkiste eingesperrt, die ungünstigerweise über einem tödlichen Abgrund hängt. Was sagst du? Soll ich die Notbremsen lösen und dich wie einen Sack Welpen fallen lassen? Sag gute Nacht, Bats. Bumm. Kleiner Scherz. Ich habe noch ein paar Überraschungen für dich auf Lager. Bereite dich darauf vor, dich deinen Ängsten zu stellen. Allen! Also Batman hat nur vor Schlangenclowns Angst. Das weiß ich jetzt, aber... Was zum... Oh nein. Hol sie von mir runter! Hol sie von mir runter! Oh nein! Sie sind hier! Oh Mann. Schlangenclowns. Diese Kloake von Stadt zu retten? Dass du den Commissioner nicht rechtzeitig findest? Nein, es sind Schlangenclowns. Okay, das ist wirklich so. Vor Joker im Stringtanga, das kommt dicht an die Schlangenclowns ran. Ganz ehrlich. Und da war schon wieder ein Kling. Ich glaube, das hat was mit der Aufnahmetechnik zu tun. Windows 10 hat auch die Erfolge. Wenn ich einen Erfolg freischalte auf der Xbox One, dann und ein Windows 10 PC mit der gleichen Kennung an ist, dann kriege ich die Erfolge dort auch. Ne? Die werden sozusagen in der Xbox-App ebenfalls aktiviert. Und ich glaube, das ist dieses Pling, was wir gelegentlich hören, dass ein Erfolg, der auf der Xbox eben freigeschaltet wird, dass da das Windows-System bei mir dann auch mitkriegt, oh, der Erfolg ist freigeschaltet und das dauert immer ein bisschen länger. Deswegen hören wir da teilweise doppelt Pling für diese Achievements. Muss ich mal gucken, ob ich das irgendwie ausschalten kann, aber erst nach der Aufnahme. Also deswegen nicht wundern, wenn wir gelegentlich hier eben den Achievement-Sound haben. Ist nicht beabsichtigt, ja, das sage ich gleich. Ist nicht gedacht eigentlich so, Also, schon cool gemacht. Das ganze Spiel ist übrigens cool. Also ich finde, die ganze Batman-Trilogie ist eine meiner Lieblingsreihen. Sie macht einfach Spaß. Selbst das Batmobil im dritten Teil, wenn man weiß, wie es geht. Hilf mir, Batman! Nein! Gordon! Nein. Ey, ich habe zuerst Nein gesagt. Gordon! Aber er ist es natürlich nicht. Wir kennen doch den lieben Scarecrow. Alles Halluzinationen von vorne bis hinten. Und wenn das doch war, dann tut mir der Commissioner ein bisschen leid. So, wir gehen mal nach oben. Das ganze Bild ist ja auch ein bisschen schief gerade. Und da rein da. Ja, so. Uff. Mhm. Oh. Ja. Ich glaube, wir sind nicht mehr ganz gesund. Wir haben ein bisschen Gas abgekriegt. Oh.
Es tut mir leid, Trin. Barbara. Es tut mir leid. Ich kam zu spät. Tut mir leid. Die Nummer, die Sie gewählt haben, ist nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Piep. Barbara, bist du da? Bitte legen Sie auf. Ja. Na gut, Barbara ist weg, Commissioner Gordon ist tot, Batman hat versagt, wir stürzen uns in Depression, aber Gott sei Dank sind wir ja schon in der Arkham Heilanstalt, also müssen wir nicht ganz so weit gehen, um einen Arzt zu suchen, um die Depression kurieren zu lassen, und ganz ehrlich, atmosphärisch ist das schon cool mit der Musik, und das ist ein verdammtes Krankenhaus. Wieso gibt es hier so viele Schädlinge? Und warum wird das Bild so unscharf? Und warum habe ich so viele Fragen? Hilfe! Ich will hier nicht sein. Igittigit. Ah, viel besser. Viel normaler. Bis auf du das... Du solltest nicht hier sein. Wir Stimmen hören und die Augen leuchten. Du solltest nicht hier sein. Ah, ich kann mich erinnern, als ich das allererste Mal gespielt habe. Du solltest nicht hier sein. War das schon ein bisschen gruselig. Das ist es immer noch, wenn ihr mich fragt. Hallo? Wo soll ich denn hin? Ich will hier nicht sein, Du solltest nicht hier sein. Naja, wenigstens laufen hier keine Zombies lang. Du solltest nicht hier sein. Das ist ziemlich laut gerade. Okay, ich soll nicht hier sein. Ich gehe dann mal wieder. Ich hab's verstanden, ich soll nicht hier sein. Ich werde dann mal ganz einfach hier durch die Tür gehen und hoffen, dass ich dann weg bin. Das ist ein Scherz. Ich sollte wohl nicht hier sein. Hallo. Von einer Leichenhalle in die andere Leichenhalle. Die leben noch, oder wie? Vater, du hättest ihm die Stirn bieten müssen. Wie ein Mann. Bitte was? Also Vater ist tot, das weiß ich. Mutter? Mom? Und wer ist das dann hier? Das war auf jeden Fall überraschend. Das war eine Vogelscheuche. Und... Das ist... Ich gucke wieder in die Richtung. Die sieht normal aus. Wir gucken gar nicht in die andere Richtung. Wirklich nicht. Ja, ich kann mich aber noch an diese Teilabschnitte erinnern. Da werden wir noch den einen oder anderen auch noch erleben. Die sind schon cool gemacht. Sehr wohl, Commander Data. Ich meine Scarecrow. Ach ja, das ist mit Versteck mich und lass dich nicht finden. Ich kann mich dran erinnern. Halt. Nicht zu schnell rennen. Ich glaube, dann müssen wir hier hoch. Hast du Angst, kleine Fledermaus? Ja, nein, ich habe keine Angst. Ich war gerade eine Vogelscheuche. Der fliegt. Naja gut, dann fliegt er halt. So, hier stellen wir uns mal hin.
Das sieht mir spröde aus. Nein. Du bist jetzt in meinem Reich. Alles ist so wild. Das reicht nicht. Es möchte. Ah, so geht's. Ich hab mir das doch gedacht, dass man das Ding... Oh, das war knapp. Was war das? Nichts, nichts. Ich bin nicht hier. Guck woanders hin. Wow. Okay. Bleib da hinten mal beschäftigt, mein Freund. Ah. Was machst du, kleine Fledermaus? Das große Symbol. Unser Schutzschild. Ja. Welcher lautlose Killer der Meere kann in einem winzigen Glas? Was? Was? Oh. Tagträumer. Überlebe den Albtraum von Scarecrow. Bruce, was ist los? Oracle, mir geht's gut. Was ist passiert? Ich habe den Kontakt verloren. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Hast du meinen Dad gefunden? Ja, mir geht's gut. Ich hatte eine kleine Auseinandersetzung mit Scarecrow. Das hat mich aufgehalten. Bin gleich wieder da. Ich bin doch schon wieder da. Wer lagert denn hier bitte Finger und irgendwas anderes im Glas? Aber hier war doch gerade so ein komischer Hinweis. Muss ich was scannen? Also was sozusagen offensichtlich ist. Moment, da unten blinkt es und leuchtet's. Na komm, Enigma. Welcher lautlose Killer der Meere kann in einem winzigen Glas gefunden werden? Nein, die Taste. So, mal gucken. Werd nicht zu eingebildet, dunkler Ritter. Von jetzt an wird es immer schwerer. Ja, und wir hören wirklich zweimal das Pling-Pling. Das hat was mit Windows zu tun. Also sozusagen, die Achievements werden einmal auf der Xbox aktiviert und einmal in Windows. Und wenn da ein bisschen was hängt, dann kriege ich Doppelmeldung. Wobei ich auch sagen muss, es gibt hier verdammt viele Achievements, die einfach so einem zufliegen. So, hallo. Unterer Korridor. Wer hat die Pfeile gemalt? Wer ist denn hier jetzt wieder vorbeigekommen und hat Pfeile gemalt? Ach, Joker war es persönlich wahrscheinlich nicht, obwohl die Art natürlich Jokers Art wäre. Und ach, der liebe Joker. Ich liebe es. Cranes Gas muss mich mehr angegriffen haben, als ich dachte. Physisch ja. Verloren, kleine Fledermaus. Hast du Probleme, herauszufinden, was real und was mein Hirngespinst deines kleinen verworrenen Hirns ist? Genau wie bei mir. Finde dich damit ab, es ist leichter, wenn man sich darauf einlässt. Okay, was? Hilfe! Nein! Mann, hör auf, mich zu schlagen, du Dämmel, du! Ich bin hier der, der die Leute prügelt. Niemand sonst! Hör zu, keine Tricks mehr! Noch ein letztes Rätsel und du kannst Gordon haben! Und noch ein bisschen mehr! Ich kann's nicht erwarten! Ganz ehrlich... Je länger ich das Spiel spiele, desto eher habe ich den Eindruck, ich habe keine Ahnung mehr von dem Programm. So, als ob ich es echt noch nie gespielt hätte. Ich kann mich zwar noch an den Endkampf erinnern, aber zwischendrin ist alles ziemlich weg. War ich hier schon mal? Bin mir da nicht sicher. Die Pfeile zeigen in eine andere Richtung. Wir gehen mal den Pfeilen lang. Joker wird schon wissen, wo er mich hinhaben möchte. Hallo. Und da soll ich rein? Dein geschätzter Police Commissioner ist genau hinter dem Glas. Sieh nur. Harley hat strikte Anweisungen, den alten Mann zu töten, wenn einer meiner Männer auch nur vermutet, dass du im Raum bist. Sie patrouilliert schon. Ich habe ihnen gesagt, dass du auf dem Weg bist. Hier ist der Deal. Wenn du es schaffst, zu Harley zu gelangen, ohne dass es jemand merkt, gebe ich dir das nächste Geschenk. Schaffst du es nicht, stirbt der alte Kauz. Mann, vielleicht gebe ich dir sogar Harley. Sieht aus, als könntest du eine neue Assistentin gebrauchen. Nein, wir haben eine gute. Und ich wollte was scannen. Moment.
Der Bär. Deine Leistung ist schlechter, als ich dachte. Bei diesem Tempo schlägst du mich niemals. Ja, und hier haben wir eine Karte. Du hast also eingewilligt und meine Karte genommen. Ich hoffe, sie wird dir helfen. Ach, jetzt werde ich doch nicht... Habe ich jetzt auf der... Ja, ich habe auf der Karte. Ich würde sagen, jetzt habe ich doch nicht etwa die ganzen Riddler-Rätsel hier auf der Karte. Doch, habe ich. Ich glaube, ich kann irgendwas verbessern. Mal gucken. Aha, wir könnten den Anzug noch weiter verbessern. Oder wir gucken mal, was haben wir denn noch im Angebot? Verdoppelt das Kombo. Angriff, jedes Angriff beschleunigt die Aktivierung spezieller Kombo-Moves. Ich bin doch nicht so der Kombo-Fan. Immer wenn ich es versuche, geht das doch schief. Batarangs, der Flug-Batarang. Explosiv-Gel kann in beliebiger Reihenfolge gezündet werden. Dies ermöglicht wiederum erweiterte taktische Missionen zum Ausschalten oder... Im Gefahrenfall wird das Explosiv-Gel automatisch gezündet. Okay, passt mal auf, Leute. Ich bin ein Fan von mehr Ausrüstung im Sinne von mehr Panzerung. Das wird genommen. Denn ich weiß, es wird alles noch viel, viel schwieriger. So, wir versuchen mal unser Glück, indem wir hier reinkommen. Glück ist so eine Sache für sich. Man darf uns nicht sehen. Joker macht keine Witze. Er will, dass niemand an den alten Mann rankommt. Und wenn das doch passiert, will ich es nicht ausbaden. Kein Problem. Keiner kommt an mir vorbei. Batman wird bald tot sein und ich berühmt. Wie auch immer, geh rüber und pass weiter auf. Jetzt ja. Geh rüber. Schleichpassagen. Wenn jemand auch nur glaubt, den Mann in Strumpfhosen zu sehen, killt Harley den alten Mann. So, den nehmen wir schon mal mit. Bleibt mal schön alle da. Ich gehe mal hier rein. So. Der alte Mann sieht aus, als ob er sich gleich in die Hosen macht. Wir öffnen mal den Zugang. Geräuschlos. Schnell, 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 bevor der da hinten mich sieht. Riddler-Trophäe, danke. Die war überraschend. So, wie viele haben wir denn jetzt noch hier? Wir haben 3 bewaffnete Gegner. Davon ist einer Harley Quinn. So. Meine Freunde... Ich muss gucken, dass man mich hier nicht erwischt. Ah, der läuft doch dann nach oben, oder? Ja, der läuft nach oben. Wenn Mr. J. Batman tötet, heiraten oder auch nicht. Das wird so cool. Ah, das ist doof, das ist doof. Nein, das breche ich ab. Das brechen wir ab. Ich wusste es, dass er sich umdreht. Ich wusste es. Okay, das war knapp. Mr. Gray wird Batman so fertig machen. Er hat keine Chance. Halt dein Maul. Ja. So, der läuft da hinten Patrouille. Kann er machen, ohne Probleme. Wenn du dich umdrehst, hole ich dich. Einfach so. Jetzt, los, komm, dreh dich um. Geh wieder weg. Das ist perfekt. Das wird knapp, weil der Typ da hinten nämlich rumschlendert. Jetzt. Jetzt können wir. Komm her. So, den haben wir. Und jetzt müssen wir mal gucken. Es ist noch einer übrig. Die da oben kann uns gerade nicht sehen. Und der hier, den haben wir jetzt auch gleich. Hallo.
So, perfekt. Alle hintereinander abgeschlossen. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich da oben irgendwie reinkomme. Ohne dass uns Harley entdeckt. Ah, hier geht's hoch. Harley? Harley hat den alten Mann unter Kontrolle. Ritter hat eine Trophäe versteckt. Ausschalten. Na dann los.